Ich möchte meinen Gegner nicht beschuldigen, aber wenn du deine Nachricht so anfängst, dann ist es schon schlecht gelaufen. Dann zählt nämlich nur noch das, was hinter dem Aber kommt. Das ist so ein bisschen wie, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber. Magnus Carlsen wäre gut beraten, wenn er sich über fehlende Sicherheitsvorkehrungen bei einem Schachturnier nicht nach Niederlagen beschwert, sondern das einfach mal generell tut. Warum ist ihm das nicht nach der ersten Runde schon aufgefallen, während der ersten Runde schon aufgefallen? Und warum hat er da nicht schon zum Anlass genommen, dass es keine Zeitverzögerung gibt, dass die Spieler Uhren tragen können? Nein, er musste erst die Partie in der zweiten Runde gegen den kasachischen Großmeister Alisher Suleimanov verlieren, um zu sagen, ich will ja meinen Gegner nicht beschuldigen, er hat ganz toll gespielt, aber... Ja, das Aber besteht darin, dass Alisher Suleimanov eine Armbanduhr getragen hat, eine analoge. Das ist wohl regelkonform und das hat Carlsen nach eigener Aussage so aus dem Konzept gebracht, dass er dann eine Schachpartie verloren hat. Ich halte davon nicht so richtig viel. Ich glaube, dass Magnus Carlsen nach Niederlagen sowas nicht sagen sollte. Aber dass er natürlich jedes Recht hat, das dann zu Beginn des Turniers zu sagen, wenn ihm das nicht passt. Und da wäre er dann vielleicht auch in der richtigen Spur. Denn offenbar mangelt es da bei diesem Qatar Open. Es gibt keine Zeitversetzung. Da laufen Zuschauer mit ihren Handys im Turniersaal rum. Das geht natürlich nicht. Und das kann man dann auch sofort ansprechen. Jetzt hat er damit erreicht, dass der gute Alisher Suleimanov Gegenstand von Spekulationen ist. Und es rankt sich schon einiges um diese Partie, die nach aller Wahrscheinlichkeit, in der es nach aller Wahrscheinlichkeit mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir sehen sie ja gleich. Und was Alisher Suleimanov da ausgegraben hat, das ist spektakulär und schön anzusehen und das war eine ganz, ganz hochklassige Partie. Aber es war bestimmt kein Hexenwerk, sondern von jemandem, der nun zweifelsfrei ein sehr, sehr starker Schachspieler ist, war das schon alles zu finden. Wir gucken uns das jetzt an. Es ist sicher ein neues Drama in the making, das wir da jetzt in Katar haben. Das Turnier fängt ja gerade erst an. Man könnte, eigentlich dachte ich, das Drama ist, wieso fahren die jetzt eigentlich alle in das Land, das nicht ganz unwesentlich die Hamas finanziert und spielen da Schach, kann man da nicht mal sagen, nee, Katar ist jetzt vielleicht doch nicht der richtige Ort, um da hinzufahren und da Dollar mitzunehmen. Das hatte ich eigentlich für das Thema gehalten, aber wie das dann in der Schachszene so ist. Wir sind beim Cheating angekommen und das ist natürlich auch ein Thema, das uns über Jahre beschäftigen wird. Denn es gibt jetzt Regeln gegen Armbanduhren, aber was ist zum Beispiel mit Hörgeräten? Was ist zum Beispiel mit intelligenten Brillen, die sich sicher verbreiten werden in den nächsten Jahren? Darfst du dann, wenn du eine Sehschwäche hast, dann deine Brille, in der du dir was einblenden kannst, zum Schach nicht mehr tragen? Und wie sollst du es dann machen? Darfst du als Mensch, der Hörschwierigkeiten hat, dein Hörgerät nicht mehr nehmen, weil du das ja zum Cheating missbrauchen könntest? Und wie ist das mit Zuschauern? Wollen wir generell Zuschauer vollständig ausschließen vom Schach? Das sind alles so Themen, die auf der Agenda stehen. Und Magnus Carlsen tut gut daran, dieses Thema auf die Agenda zu heben, aber er tut eben nicht gut daran, nach einer Niederlage zu sagen, ich will meinen Gegner ja nicht beschuldigen, aber das ist der falsche Weg. Nach dieser Vorrede gucken wir jetzt Schach. Wir gucken uns jetzt an, wie Alisher Suleimanov den Magnus Carlsen, der die Armbanduhr seines Gegenspielers gar nicht sehen konnte, wie er den besiegt hat auf ganz wunderbare Weise. Alisher Suleimanov hatte vor der Partie gedacht, es ist natürlich eine Riesenchance gegen Magnus Carlsen zu spielen und da freue ich mich sehr drauf. Das Ergebnis ist nicht so wichtig und er hatte dann so eher von einem Remis geträumt. Es beginnt Damen Indisch, Springer F3, B6, A3, das ist das sogenannte Petrosian-System, das dem Läufer den Weg nach B4 versperrt. Und der nächste Zug, Läufer A6, der mag Leuten, die den noch nie gesehen haben, etwas ungewöhnlich erscheinen, vor allen Dingen in Verbindung mit dann Läufer B7. Ist das nicht ein Tempoverlust, könnte man sagen. Der Läufer geht nach A6. Und dann geht er nach B7 zurück. Ist das nicht ein Tempoverlust? Nein, denn Schwarz argumentiert, dass die weiße Dame auf C2 gar nicht so gut steht. Der Punkt ist, nach Springer C3, C5 kann Weiß jetzt eben nicht D5 spielen, denn den würde Schwarz wegnehmen.
was gut für Weiß wäre. Und das kann er nicht, weil die Dame eben nach C2 gegangen ist. Also wenn wir das vergleichen, wenn wir hier in dieser Stellung direkt Läufer B7 spielen, was auch absolut möglich ist, dann sollten wir aber nach Springer C3 eben nicht C5 spielen, weil dann D5 kommt und Weiß steht gut mit diesem hier eingepflanzten Flock und mit diesem Läufer, der sich sozusagen ins Leere vierankettiert hat. Läufer A6, Dame C2, Läufer B7, Springer C3, C5. Und weil D5 nicht geht, spielen die Weißen hier E4 in aller Regel und nach C schlecht D, Springer schlecht D4. Begeben wir uns dann so langsam schon in eine Eagles/Marocci-Struktur, in der Weiß sicher etwas Raumvorteil hat, in der Schwarz sich auf 3 Reihen beschränken muss, aber schon bereit steht, hier gewisse Hebel oder Sprengungszüge anzusetzen, um eben das weiße Zentrum zerbröseln zu lassen. Und dann können auch ganz schnell die Schwarzen sehr, sehr aktiv werden. Das ist durchaus noch gängig hier. Und das sind jetzt eher keine damenindischen Stellungen, die sich daraus ergeben, oder damenindischen Strukturen, obwohl die Partie damenindisch anfing. Es ist jetzt eher so eine Art Igelpartie. Nach Läufer C5 ist der weiße Zug der übliche, eigentlich Springer B3. Und die Schwarzen geben dann ihren Läufer auf C5 auch gerne her, lassen den stehen, spielen Springer C6 in aller Regel, und Weiß kann sich dann auf C5 bedienen, und Schwarz gibt zwar das Läuferpaar, aber wenn man Springer hat und wenn die Springer Stützpunkte haben, dann können die ja auch glänzen, und ihr seht, durch B schlecht C hat sich hier auf D4 schon ein wunderbarer Stützpunkt für den Springer C6 ergeben, wohingegen dieser hier zum Beispiel ziemlich traurig aus der Wäsche guckt, weil der von den weißfeldrigen Bauern doch arg eingeschränkt wird. So spielen die Schwarzen das, und das ist auch total okay. Aber man muss hier nicht Springer B3 spielen, man kann auch Springer F3 spielen. Das ist genau das, was der gute Suleimanov gemacht hat. Habe ich eben Suleimanov gesagt? Suleimanov heißt er, glaube ich, eher. Entschuldigung, ich kenne den Mann nicht. Ist die Nummer, ich glaube, ungefähr Nummer 500 der Welt. Alisha Suleimanov war mir, obwohl Schachfan und obwohl mit der Szene vertraut, und obwohl er beim World Cup mitgespielt hat, wie ich jetzt gelesen habe, war mir trotzdem kein Begriff. Ich weiß erst seit gestern, dass es den gibt, und insofern sei mir nachgesehen, dass ich ihn Suleimanov genannt habe, obwohl er doch Suleimanov heißt. Springer F3 ist hier eine Alternative, die er auch wählt. Da könnte man natürlich erstmal fragen, Moment, kann ich mich denn jetzt nicht direkt auf den Punkt F2 stürzen, der jetzt hängt? Tja, kann man, aber der Punkt F2, obwohl es auf Anhieb nicht danach aussieht, der ist zu decken, nämlich mit dem Zug Läufer G5, mit der Idee, den Läufer dann nach H4 zu fahren und den Punkt F2 zu decken und zwischendurch die schwarze Dame anzugreifen, sodass Weiß hier ein wichtiges Tempo gewinnt, um den Läufer nach H4 zu fahren. Man kann hier nämlich nicht auf F2 rausnehmen, wie man meinen könnte, denn nach Läufer F2 nimmt Weiß einfach den Läufer weg. Denn es hängt ja die schwarze Dame auch. Und insofern wäre Weiß hier schon im Vorteil. Also mit Läufer G5, Schwarz müsste dann F6 spielen, machen Läufer H4 und dann ist der Punkt gedeckt. Man kann das auch ignorieren. Die Partie ist mir gestern eingefallen, auch in Katar gespielt, 2015. Man kann hier nämlich mal B4 spielen, wie es Schachriar Mamedjarov 2015 an genau dem gleichen Ort gemacht hat, in Katar, gegen den Russen Denis Kismatulin. Mit B4 einfach den F2-Bauern geben. Der Punkt ist, dass jetzt der Läufer F2 ja droht zu hängen, denn es droht H3 und dann muss der ziehen und dann ist der Läufer F2 weg. Insofern muss Schwarz hier was ziehen. Und wenn der Läufer da rausgeht, nach H3, ist es ein bisschen schwierig, hier jetzt kein Material einzubüßen. Ja, wenn man Springer H6 spielt, also die Dame, wie ihr vielleicht wahrscheinlich gesehen habt, deckt ja diesen Läufer. Aber wenn man Springer F6 spielt, dann ist diese Deckung unterbrochen. Es gibt hier allerdings den Trick, nach Springer schlecht H4, Springer H5 zu spielen. Und dann droht hier eine Gabel. Und das ist alles für Schwarz ganz wunderbar spielbar. All das hatte der Mamedjarov vor 8 Jahren in Katar ausgegraben und hatte gesagt, man kann hier B4 spielen und den F2 einfach opfern. Aber es ist alles nicht relevant für unsere Partie, denn Magnus Carlsen spielt hier nicht Springer G4, sondern er spielt den gängigen und guten Zug Springer C6. Jetzt kommt B4
Und hier kommt wahrscheinlich eine Ungenauigkeit von Magnus Carlsen. Der am häufigsten gespielte Zug in dieser Stellung ist erstaunlicherweise nicht der beste. Am häufigsten spielen die Leute hier nämlich Springer D4, wenn man die Datenbank befragt. Aber ich kann sie euch auch einblenden. Ne? Ansicht, Online-Datenbank, da ist es schon. Und ihr seht, ne, am häufigsten wird hier Springer D4 gespielt. Allerdings haben wir nicht so viele aktuelle Partien in dieser Variante hier. Am häufigsten wird Springer D4 gespielt, obwohl das gar nicht so gut ist. Springer D4 mit Angriff auf die Dame und befragt auch den Springer F3. Aber dieser Abtausch auf F3, der ist gar nicht so günstig für Schwarz. Natürlich ist hier die Struktur ein bisschen zerdeppert jetzt am Königsflügel, aber diese Bauern machen einen sehr, sehr guten Job, den Läufer B7 kalt zu stellen und garantieren Weiß natürlich Raum- und Zentrumskontrolle. Und Weiß kann hier sogar ganz gut Läufer B2 und lange Rochade spielen und dann auch noch mit der G-Linie arbeiten. Und das Ganze ist ganz angenehm für Weiß. Insofern, dieses Springer D4 ist nicht das Präziseste. Am besten an dieser Stelle ist wahrscheinlich, wenn wir Schachräummaschine fragen, Läufer D6. Mit Kontrolle des Feldes E5. Denn dieser Springer C6, der fühlt sich in dieser schwarzen Igelstellung nicht so richtig glücklich. Der hat noch nicht so richtig eine Aufgabe. Der gehört eigentlich eher nach D7. Ne? Bauer D6, Springer D7 wäre eigentlich die typische Aufstellung. Und nun, da auf C6 steht und auch die C-Linie verstellt, sollte der hier weggehen. Ne? Und so wäre eine Überlegung, den wegzukriegen. Läufer D6 mit Kontrolle des Feldes E5 ist hier wahrscheinlich am stärksten, wie es auch der gute Igor Kovalenko gespielt hat, der so als Damen-Indisch-Guru gilt. Im Moment nicht, denn wie ihr wisst und wie ihr ja auch im Video gesehen habt, der sitzt gerade im Donbass an der Front und kämpft, aber ist nominell immer noch ein Top 100 Großmeister und als solcher galt er als Damen-Indisch-Guru. Und wenn Kovalenko hier Läufer D6 spielt, dann ist das ein starkes Zeichen, dass das der richtige Zug ist. Magnus Carlsen war hier wahrscheinlich aus dem Buch. Er spielt Läufer E7. Carlsen knows everything, steht hier. Apropos, wir müssen noch einen Credit loswerden an Dejan Bojkov. Großmeister Dejan Bojkov. Ich habe die Partie eben bei chess.com runtergeladen und da ist sie die Partie des Tages im Rundenbericht. Und die Kommentare, die ihr hier seht, die sind von Dejan Bojkov. Da könnt ihr neben dem, was ich euch erzähle, auch noch ein bisschen mitlesen und das ein oder andere wird sich wahrscheinlich auch decken. Läufer E7. Wir betreten jetzt die Phase, in der beide Seiten erstmal ihre Entwicklung vollenden. Läufer B2, Dame B8. Auch der sieht ein klein bisschen krumm aus, aber er zieht schon mal potenziell die Dame von der D-Linie, wo gleich ein weißer Turm auftauchen wird. Und wir hatten schon über die Kontrolle über das Feld E5 gesprochen. Dieser Springer muss, der Springer C6, der soll noch wandern. Der steht auf C6 nicht so richtig glücklich. Und die Dame auf C7 gibt Weiß dann taktische Möglichkeiten. Also einmal kann man die direkt befragen mit Springer D7. Aber ich glaube, da kommt auch noch gleich so eine Bojkov-Variante. Hier kommt die schon. Das gucken wir uns gleich an, warum Dame C7 nicht so gut ist. So ein typisches Motiv. Kommt gleich. Turm D1. Ne? Wie gesagt, die Dame muss aus der D-Linie runter, weil Turm D1 kommt. Schwarz rochiert. Und Weiß entwickelt sich mit Läufer E2. D6. 0-0. Und hier weist Bojkov auf dieses Motiv hin, warum die Dame auf C7 nicht so gut steht. Wenn man jetzt versuchen würde, die schwarze Aufstellung sozusagen zu einer normalen zu machen und die Dame nach C7 zu stellen, dann bekommt man gleich zu spüren, warum der Springer auf C6 nicht so richtig gut steht, weil Weiß kann dann Springer D5 machen. Und dann sind immer diese Festungsgeschichten hier. Kriegen wir eine Ahnung, warum der Springer C6 nicht so toll ist, aber auch warum Carlsen auf Dame C7 verzichtet hat. Andererseits ist das hier jetzt natürlich ein ganz schöner Klump von Figuren und speziell der Kollege auf A8 ist traurig und spielt nicht so richtig mit. Also und dazu noch der Springer C6, der falsch steht. Dem guten Magnus ist sein Igel hier nicht so richtig gelungen. Die stehen alle nicht so richtig, die schwarzen Figuren. Es ist noch nichts angebrannt, aber Schwarz muss sich irgendwie noch neu sortieren und das alles etwas harmonischer anstellen. Weiß entwickelt sich derweil weiter, zentralisiert Läufer F8, Läufer F1, auch Prophylaxe, ne? Hier räumt ihm seine E-Linie, stellt den Läufer aus dem Weg, gibt dem Springer auch diese Route nach G6, die er tatsächlich jetzt auch einschlägt,
Was allerdings nicht so gut ist, denn an dieser Stelle wäre Springer E5 der bessere Zug, um den nach G6 zu fahren. Natürlich müsste man dann kalkulieren, was passiert, wenn Weiß auf E5 tauscht, was dann die Struktur total verändern würde. Aber Schwarz könnte dann sagen, ja, yippie, ich bin meinen rückständigen Bauern auf D6 los. Und hier habe ich jetzt wieder ein Feld. Jetzt hätte er übrigens gerne einen Springer auf C6, aber der ist nun weg. Aber allemal diese verdoppelten Bauern kontrollieren hier sehr schön Felder und machen die schwarze Stellung sehr, sehr stabil. Andererseits hat Weiß diese 3 gegen 2 Majorität am Damenflügel, die ihm vielleicht im Endspiel mal helfen kann. Bis dahin muss er allerdings auch sehen, dass nicht vielleicht mal sein C4 zum Ziel wird, auf das Schwarz drücken kann. Was Schwarz hier allerdings nicht ganz so leicht fällt, wie es ihm fallen sollte, weil eben das hier alles so krümpelig hingestellt ist. Diese Kollegen in der Ecke, darum muss sich Schwarz weiterhin kümmern. Jedenfalls diese Springer E5, DE, dafür müsste Schwarz keine Angst haben und wahrscheinlich wäre hier Springer E5 der beste Zug. Er wäre sicher der bessere Zug als Springer E7, denn das führt schon zu Problemchen für den guten Magnus. Sulemanov spielt erstmal Springer B5 ja, jetzt hängt der D6. Den gilt es zu decken. Das könnte man natürlich weitermachen. Und das ist wahrscheinlich auch der bessere Weg, den Springer rüberfahren. Und jetzt, ne, der Läufer, die Dame decken den D6. Aber auch das wäre ganz gut. Boykov gibt hier die Variante Dame D3, den Druck auf D6 erhöhen. Schwarz würde den decken. Und dann knipsen wir hier einmal raus und ruinieren die schwarze Struktur am Königsflügel. Was jetzt noch kein Drama und kein Beinbruch ist, aber nach Dame E3, 4H5, sieht der schwarze Königsflügel nicht so richtig glücklich aus und es bleibt dabei, dass hier noch ein paar Leute in der Ecke stehen, die noch nicht so richtig mitmachen. Weißer Vorteil, aber noch vertretbarer weißer Vorteil. So könnte man das spielen. Das wäre wahrscheinlich etwas besser als das, was in der Partie kommt, denn hier zieht Carlsen Springer E8 und gerät nach Springer G5 unmittelbar in Probleme. Es ist nicht nur, dass E5 droht, was der Dame den Blick auf H7 öffnet und dann ist matt. Es fällt jetzt auch die Schwäche des unverteidigten Punktes F7 ins Gewicht. Hier drohen Einschläge, weil damit kann man dann gleich schon den König ins Freie ziehen. Und wenn man dann kräftige Fortsetzungen findet, dann kann das schon sehr, sehr kräftig sein. Wenn zum Beispiel Schwarz hier direkt versucht, diesen lästigen Springer rauszuschmeißen und sich gegen weißes E5 zu stemmen, dann schlägt es schon ein. Nach Springer F7, König F7 hat man E5. Und dann geht hier die Schleuse auf. Dann wirkt der Läufer mit. Der D6 ist schwach. Und man kann das hier nicht klären, weil nach DE Läufer E5... Ups, ist Material weg. Da müsste man hier einen dazwischen stellen. Das würde dann Material kosten. Und dass das nicht schön ist, das kann man, glaube ich, erahnen. Und die schwarze Koordination ist eher nicht besser geworden, sondern ist halt ganz, ganz schrecklich. Weiß gewinnt. E5, und wenn man den D8 deckt, dann führt Weiß weitere Figuren ran, Springer D4, und hat erstaunlichen Angriff. Ach ja, hier war noch diese eine Computervariante, die Boykov gibt. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Boykov gibt hier den Computerzug Dame H7, der mit der Idee verbunden ist, wenn Schwarz jetzt den B5 sich rausknipst, dann nehmen wir gar nicht zurück, sondern spielen Läufer E2. Und es droht ganz schrecklich Läufer H5 mit Mattsetzung des schwarzen Königs. Computerschach, auch so geht es. Wie auch immer Weiß das anstellt, sicher ist, dass Springer F7, König F7, dieses Figurenopfer in Verbindung mit E5 Weiß schon entscheidenden Angriff gibt. Also H6 kann man nicht spielen und Magnus spielt darum Springer G6 und stellt dann seine Leute dazwischen. Aber es geht jetzt halt nach Schema weiter, E5. Und es bleibt dabei, D schlecht E5 geht wieder nicht, weil wir spielen das raffinierte Läufer schlecht E5. Und Schwarz kann den nicht nehmen, Springer schlecht E5 ist wieder Dame H7 matt, aber hier hängt Material. Weiß gewinnt. Kann man nicht nehmen, dieses E5 ist sehr, sehr gemein und es bleibt Schwarz eigentlich nichts, als jetzt D5 zu spielen und versuchen, den Laden zuzuhalten. Und natürlich muss hier Weiß jetzt nochmal richtig fortsetzen, aber dafür braucht man, glaube ich, keine Engine-Hilfe, wenn man 2500 Großmeister ist.
sondern man kann es eigentlich erspüren. Suleimanov spielt hier Dame B3 und sagt, nach der Partie sagte er, das ist die Stelle, wo ich gemerkt habe, ja, ich stehe besser. Das läuft in meine Richtung. Und Dame B3 ist, ich meine, wir haben hier den Anfang eines Königsangriffs, aber wir brauchen halt Musketiere, die den Angriff führen und am besten natürlich unsere stärkste Figur. Und insofern ist Dame B3 nicht so schwierig, weil es soll einfach die stärkste Figur hier ranführen und diese kritischen Punkte ins Auge fassen. Und es ist hier für Schwarz tatsächlich, wenn wir Schach freuen Computer fragen, ihr seht es ja auch an der Engine-Leiste, Schwarz ist schon jenseits von Gut und Böse, aber Weiß muss es halt noch präzise durchziehen. Carlsen hat hier mit Läufer E7 versucht, sich dieses Springers zu entledigen, aber es passiert halt das, was in fast jeder Variante, die wir uns jetzt nicht alle angucken, passiert, der kann sich schon opfern. Und Suleimanov sagte, ne, ich fühle, dass ich gewinne, aber ich musste das halt noch alles richtig rechnen. Und das ist natürlich keine triviale Aufgabe, wenn das Brett so in Flammen steht und so viele verschiedene Züge möglich sind. Aber eine Aufgabe, die einen 2500 Großmeister durchaus bewältigen kann. Springer F7, König F7, C schlecht D. Und das ist schon mit der Idee verbunden, wenn Schwarz hier zurücknimmt, dann knipsen wir da nochmal raus. Also ob mit dem Bauern oder mit dem Läufer, ist egal, es passiert immer das, was in der Partie kam. Magnus nahm hier mit dem Läufer Turm schlecht D5. Und es geht, ne, wir haben den König mit dem Springeropfer auf die weißen Felder gezogen und es geht eben um diese schwachen weißen Felder, auf denen der König erlegt wird, wie wir eben auch in dieser Computervariante mit Läufer E2, H5 gesehen haben. Turm schlecht D5, ED, damit schlecht D5. Und Schwarz hat sogar nur einen Zug, König F8. Und es geht weiter darum, Figuren ranzuführen. Und das ist hier schon entscheidend, mehr oder weniger Springer D4. Und es droht Springer E6. Der König muss ziehen und dann kommen schreckliche Abzüge. Und ganz nebenbei gibt es in manchen Varianten auch noch einen zweiten Schwenk, dass der Turm rüberkommen und helfen kann, um den König zu erlegen. Das ist nicht mehr zu verteidigen. Sehr schön ist diese Variante, wenn Schwarz hier Springer C7 versucht, denn es droht ja unmittelbar die Springer E6, um das zu verhindern. Dann hat man diesen Damenrückzug Dame F3, der ist auch nicht so leicht zu sehen, weil Figuren zurückzuziehen ist immer schwieriger zu sehen, als sie nach vorne zu bringen. Mit der Idee, dann hier Springer C6 zu machen, was Material gewinnt, denn die angegriffene Dame kann nicht ziehen, beziehungsweise wenn sie zieht, dann kommt halt hier der Abzug. Schach, Springer schlecht E7 und im nächsten Zug ist die Dame weg. Ja, insofern macht der arme Magnus hier Springer F4 und auch Dame F3 und da fällt schon einer um, den will man jetzt nicht verteidigen und die Königsstellung noch weiter öffnen. Magnus versucht, seinen König zur Seite zu fahren, Dame schlecht F4 und hat damit zumindest den unmittelbaren Mattangriff überstanden, aber wenn wir jetzt durchzählen, dann stellen wir halt fest, es ist alles super für Weiß. Für die Qualität hat Weiß zwei Bauern. Weiß ist besser zentralisiert und koordiniert und insofern ist diese Stellung weiterhin gewonnen für Weiß. Sie muss halt noch zu Ende gewonnen werden. Magnus verteidigt sich mit Dame B7. Springer F5 und es liegen wieder taktische Drohungen in der Luft. Läufer A6 und wenn die Dame den nimmt, kommt Springer schlecht E7 mit Gabel. Das verhindert Schwarz mit B5, aber den nimmt man halt leider auch weg. Und dazu kommt noch, dass halt auch hier die Diagonale offen ist. Die weißen Felder, wir sprachen über Läufer C4, König H8 und der wunderbare Springer H6 knipst es schon aus. Was den Läufer angreift und auch schon F7 Schachs möglich macht. Boykov gibt dann hier das erstickte Matt als mögliche Folge. Wenn Schwarz mit Springer C7 erstmal diesen Läufer deckt, dann wäre Dame F7 ganz gut. Und jetzt droht einfach Matt und das ist nicht zu verteidigen. Auch nicht, wenn man die Grundreihe räumt, zum Beispiel so, damit die Dame nicht auf G8 Matt setzt. Es kommt trotzdem Dame G8. Oder vielleicht G8, Springer F7 und das ist doch ein stilvolles, oder das wäre ein stilvolles Ende dieser Partie, in der Alisher Suleimanov einfach eine ganz starke Partie gespielt hat gegen einen offenbar indisponierten Magnus Carlsen, der seine Eröffnung
nicht beieinander hatte, was erstaunlich ist, denn dass Magnus Carlsen so richtig mit Nachteil aus der Eröffnung kommt, weil er den besten Weg, sie zu spielen, nicht auf dem Schirm hat, das passiert nicht so häufig. Der letzte Zug der Partie war Springer H6. Nachdem hat Magnus aufgegeben und wollte sich das nicht weiter zeigen lassen. Dieses nach Eröffnung schlecht können wir sicher festmachen. An dieser Stellung wartet, wo haben wir sie denn? An der Stellung, wo er Läufer E7 spielt, hier B4. Das ist sicher die kritische Stellung, wo die meisten Leute Springer D4 spielen, was aber gar nicht so gut ist. Und wo Läufer D6 der beste Zug ist und wo Magnus Carlsen Läufer E7 macht und hier schon anfängt, auf die schiefe Bahn zu geraten. Auch wenn es hier noch nicht dramatisch ist, aber alles, was dann folgt, ist halt gekennzeichnet von einer schwarzen Aufstellung, die nicht so richtig zusammenpasst. Und das sieht man nun wirklich äußerst selten, dass Magnus Carlsen das passiert. Ja, das ist so die Developing Story aus Katar. Mal schauen, wie die weitergeht. Die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und ich bleibe da natürlich für euch am Ball. Ich bin auch bei der US-Meisterschaft schwer am Zugucken. Ich habe leider keine Zeit gehabt. Es läuft ja die US-Meisterschaft mit Caruana, Aronian, Niemann. Ganz spannendes Turnier mit tollen Partien. Es steht der Grand Prix, der Grand Swiss bevor mit der kompletten Nationalmannschaft. Es steht auch Tegernsee bevor, offene internationale bayerische Meisterschaft, für die ich wieder die Öffentlichkeitsarbeit mache. Insofern werde ich da sicher auch ein paar Partien zeigen. Und es ist ja auch schon, die Mannschaften für die Europameisterschaft sind auch schon gemeldet. Die steht ja schon am Horizont, in 4 Wochen geht die los. Auch darauf können wir uns freuen. Also es gibt reichlich Schach und ich muss mir einfach mehr Zeit freiräumen, hier mehr Kontinuität einzurichten auf diesem Kanal, einfach weil so viel zu zeigen ist. Ich habe schon ein paar schöne Niemann-Partien von der US-Meisterschaft, die ich euch vorenthalten habe, die ich vielleicht noch nachtrage, mal gucken. Soweit, so gut erstmal für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Ade.